So, ich baue jetzt schon die Sachen, bevor die Stadt überhaupt so groß ist. Da weiß ich gar nicht, ob das eine gute Idee ist. Vielleicht sollte ich erstmal, also ich meine, auch nicht aufs Geld achten, von daher ist die Reihenfolge eigentlich egal. Ich kann schon anfangen, die Rohstoffe hier zu sammeln, bevor es mit der Stahlproduktion überhaupt losgeht in der Stadt. Ich will doch nur das da wegmachen. Komisch, ah jetzt. Wir brauchen natürlich hier noch ein paar mehr Sachen. Wie sieht es mit Bier aus? Das kriegen sie. Okay. Getreide, Schweine, Fisch, Äpfel. Also brauchen sie Fisch und Getreide. Das sieht alles ganz schlecht aus hier. Getreide haben wir hier unten. Ist hier eine Menge rum? Nee, ne? Also da müssen wir auch mal aufrüsten. Und dann fahren wir Getreide hier hoch, am besten auch in Warenlager. Also ja, ich nehme es mal hier mit auf. Getreide, Fisch, Äpfel. Das nicht. Wir brauchen Kohle, Eisen, Stahl. Wie? Eisen geht noch gar nicht. Ist natürlich doof. Aber ist ihm jetzt so? Da müssen wir hin. Hier wieder berghoch oder da. Ja, dann geht es eben hier berghoch. Berg wieder runter. Und dann hier ran. Ja, interessante Streckenführung. Aber muss jetzt so sein. Ich komme mal da mit dem Tunnel klar, dass wir da noch die. Ja, das kriegen wir hier auch hin, okay. So. Können uns die neue noch nicht leisten, leider. Dann muss jetzt die fahren, aber die ist auch okay. Also die ist ja nicht schlecht. So, und Doc Murphy soll aufgekauft werden. Da müssen wir uns schon mal so ein bisschen in seine Richtung bewegen.
zu weit. Zu dicht dran, meine ich. Passagiere, ja, okay. Schon in Ordnung. Was bauen die denn, Schweine? Das machen die da selber. Ja, und dann machen wir hier unten eine Linie, verbinden die über Brighton mit London. So, das wäre so meine Idee. Hier können wir auch eine Industrie bauen. Ist aber noch nicht genau was. Doch, klar, die Möbel eigentlich. Eigentlich müssen wir da die Möbel hinbringen. Ich guck mal, wie es hier mit der... okay, er bietet hier mit. Fundamente ist Brücken um 40% billiger. Das ist echt stark. Das will ich auf jeden Fall haben. Weißt du eigentlich, wofür du da geboten hast? Oh ja, 40% günstigere Brücken. So, eigentlich soll doch hier die Stadt wachsen. Fischerdorf. Halb, ja. Diesen Schrott wollte außer dir keiner. Bald wird es kein Schrott mehr sein. Hoffentlich. Na. Hier gleich mal eine Kopie machen. Gerade wo der da ist. Der ist aber auch wirklich super langsam hier den Berg hoch. Und Fisch kriegen wir von dort, glaube ich. Immobilienblase. Banker geloben, Besserung. Das haben die doch extra eingebaut. Ah, Mann. Ah, ich habe auch für die neuen Bahnhöfen das wieder vergessen, das Wartungshäuschen. Ja, ich glaube, ich nehme mal das. Vielleicht brauche ich noch ein paar Anschlüsse da nach oben. So, Stufe 3. Die haben auf jeden Fall schon genug auf Lager. Das reicht für mehrere Städte. So, die müssen wir eben jetzt auf 40.000 bringen. Und dann bauen wir hier ein Stahlwerk hin. Zeit für die Aufgabe ist bis 45. Ja, das ist noch viel. Im nächsten Patch soll auch angezeigt werden, wenn man was in der Hälfte der Zeit schafft. Und möglicherweise ist eben das die Zeit, die man machen muss, um die volle Punktzahl zu bekommen. Ich habe mich ja bisher immer aufgeregt. Ja, nicht wirklich aufgeregt, aber mir ist immer aufgefallen, dass es halt, obwohl ich wirklich super schnell war, so ein Gefühl zumindest, habe ich immer zeitpunktmäßig da verkackt. Keine Fracht, wieso nicht? Zu viel Milch?
Die werden den Käse nicht los, glaube ich. Die produzieren gar keinen. Läuft doch aber. Das ist ja merkwürdig. Vielleicht war das jetzt nur die eine Tour, die der gemacht hat. Beim nächsten Mal nimmt er dann wieder was mit. So. Ja, wo machen wir weiter? Hier unten. Ja, richtig. Hier würde ich ja so einen kleinen, wie sagt man da, Abzweig machen. Schon wieder ein neuer Bahnhof? Wo soll das hinführen? Das soll nach Brighton führen und dann London und Dover und Southampton. Ah, da wäre besser gewesen. Ja, wir gehen da lang. Nee. Ist ja blöd gelaufen. Moment, kann man doch so besser machen. So, wenn ich schon hier bin, vielleicht ein Signal. Das ist schon eher so eine Passagiergeschichte, was ich jetzt hier vorhabe. Nein, verdammt. Shit, ich bin falsch rum. So, Undo-Button kommt bestimmt mit dem Community Update 2, glaube ich. Jetzt bei 1.8 habe ich es nicht gelesen. Aber naja, wer weiß. Vielleicht beim nächsten Mal. So. Wieder so ein, naja. Wenn ich hier einen mache und da. Oder dann gleich in die Mitte. Wo man nur einen. Nee, Moment. Hier kann eigentlich wieder alles gefahren werden. Haben wir auch Äpfel in der Nähe von den Rüben. Hier gibt es generell eine ganze Menge.
Deswegen hat er auch hier so einen großen Bahnhof reingebaut. Ja, die Äpfel, die bräuchten wir schon hier, um dann Bier für den Süden hier bauen zu können. Gucken wir ganz kurz, wie es hier mit dem Hof steht. Ja, 22, dauert noch ein bisschen. Können wir erstmal hier unten weitermachen. Nehme ich, ja. Die sind ja auch angeschlossen. Kann man da einen kleinen Taler extra verdienen. Und wir sollten schon anfangen, hier ein paar Aktien zu kaufen. Die Hälfte von meinem Geld vielleicht. Gucken wir mal, wie sein Kurs sich entwickelt. Achso, wir haben ja Auktionator, ne? Wie heißt denn der? Vergessen. Der die Hysterie am Aktienmarkt aus. Oh, die Lehman Brother hieß der, glaube ich. Ach, witzig, dass das hier auch weiß ist. Das ist nicht immer weiß, ne? Irgendwo anders. Hier ist es eher so ein Grau. So das Geröll meine ich jetzt, wenn man hier so weggräbt. Unten ist überall weiß. Direkt durch den Schweinehof gebaut. Tja, müssen wir wohl drumherum gehen. So. Na, gib her. Ach Mann, wieder. Ist mir egal. Marktschreier war es nicht, ne? Der macht was? Was macht der Professor? Man hält Geld, das oben nicht. Mehr Post und Passagiere. Ich weiß nicht genau, ob ich das wirklich brauche. Bin ja da nicht drauf spezialisiert. Ich glaube, das sind die paar Züge, die ich habe. Der baut hier eine Käsefabrik. Ach, weil ich gesagt habe, ich weiß nicht genau, was ich da. Ach, verdammt. Jetzt weiß ich auch, wofür der Auktionator da war, ne? Dass man hier sagen kann, ich möchte das gerne kaufen. So, geht aber jetzt eben nicht. Hier ist eine Papierfabrik entstanden. Okay. Das macht natürlich auch Sinn, wenn wir so viel Holz hier anliefern. Sieht es ja gerade aus. Gut. Ja. Wachsen die hier oben fleißig? Ja. 23, das geht aber langsam vorwärts. Das war 99%, also was wollen die mehr? Muss einfach warten. Apropos warten, ja, die Zeit ist um. Für heute, also für das, was ich heute aufnehmen wollte. Ihr müsst also bis morgen warten, bis es weitergeht. Ich danke fürs Zuschauen, wenn es euch gefällt. Dann wie immer Daumen hoch und bis zum nächsten Mal. Ciao.